Damen, herzlich willkommen. Wie gefährlich sind deutsche Krankenhäuser? Das diskutieren wir heute Abend. Es war eine selten traurige Nachricht, nämlich die uns alle Anfang der Woche erreichte. In der Uniklinik in Mainz sind 3 Säuglinge gestorben, denen verunreinigte Infusionslösungen gegeben worden waren. Traurig, aber auch wütend stellte sich die Frage, wer hat hier geschlampt? Mittlerweile glaubt man zu wissen, dass es wohl nicht die Klinik war. Dennoch, der Fall hat einmal mehr auf ein riesiges Problem aufmerksam gemacht. Nun, es klingt natürlich erschreckend, ist es auch. Aber die Patienten sollen jetzt nicht zu sehr verunsichert werden. Es sind etwa 5%, die sich an einer oder eine Krankenhausinfektion erleiden. Das heißt, 95% gehen gut. Aber die 5% sind eben sehr hoch, weil wir 18 Millionen Krankenhauspatienten haben. Das muss man sich immer vor Augen halten. Das sind 20% der Bevölkerung, also ein bisschen mehr vielleicht. Aber nur grundsätzlich, man kann ins deutsche Krankenhaus gehen, aber es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Ist das eine neue Erkenntnis für Sie? Nein, es ist keine neue Erkenntnis. Und Sie hatten ja schon danach gefragt. Ich habe hier mal etwas mitgebracht. Können Sie nicht alles verraten, Herr Zastrow, wenn wir im Vorfeld sowas machen, ja, aber bitte. Und rein zufällig habe ich das gerade mitgehabt. Also hier gibt es eine schöne Schlagzeile. Mangelnde Hygiene, tödliche Gefahr in den Krankenhäusern. Und die Zahlen, die wir eben gehört haben, sind hier auch da. Das Datum der Zeitung ist Dienstag, der 28. Januar 1992. Das heißt also, 1992 haben wir das erste Mal darauf aufmerksam gemacht und jetzt sitzen wir hier. Und Sie haben sich die Zeitung aufgehoben, weil Sie da auch schon zitiert sind und dann gedacht haben, guck mal, das lege ich mal auf den Schreibtisch. 18 Jahre ist das her, Herr Baum. Sie sprechen für die Krankenhausgesellschaft, also für die deutschen Krankenhäuser und sind damit ganz klar Partei heute in dieser Sendung. Vor 18 Jahren hat Klaus-Dieter Zastrow schon mal auf das Problem aufmerksam gemacht und auch da war es schon ein eklatantes. Warum hat sich an dem Zustand nichts geändert in all den Jahren? Wenn Sie mir erlauben, darf ich einen kleinen Ausholer machen zur Situation in Mainz, weil der Anlass für die Diskussion in dieser Woche war. Und unser Bedauern natürlich und Mitleid für die Angehörigen der verstorbenen Kinder aussprechen. Wir sind natürlich froh, dass sich jetzt zeigt, dass bei im Krankenhaus selbst offensichtlich nicht die Ursache für dieses Unglück liegt. Und ein zweites bitte ich bei der Diskussion, die auch mit den Zahlen von Herrn Zastrow zusammenhängen, deutlich zu machen, welche Belastung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern durch die Vermutung von nicht sorgfältigem Umgang mit dem Anliegen der Patienten, so gut wie möglich geschützt zu sein, durch die Diskussion, welche Belastung da für unsere Mitarbeiter in den Krankenhäusern bestanden hat. Und wir hoffentlich dazu kommen, die Sache sachlich aufzuarbeiten. Und zur sachlichen Aufarbeitung gehört, glaube ich, schon, dass wir deutlich machen, dass der Sicherheitsstandard, das Bewusstsein für Sicherheit und insbesondere für Infektionsprävention in unseren Krankenhäusern hoch ausgeprägt ist, dass wir eine gute Situation in Deutschland haben, dass wir aber 600.000 Infizierte, Herr Baum, bitte. Nee, ich will es ein bisschen schneller haben, weil die Frage war ja einfach, warum hat sich in 18 Jahren an dem Zustand nichts geändert? Das war meine Frage und dann hatten Sie ausgeholt. Die Zahlen, die jetzt hast du verwendet, verwenden andere Experten, und zwar die Experten auch des Robert-Koch-Instituts, des Instituts, das für die Bundesregierung verantwortlich ist, nicht. Dort spricht man von 400.000 bis 600.000 möglichen Infektionen. Und man spricht dort auch nicht von 40.000 Toten. Wir haben Weiterentwicklungen in der Medizin. Es ist bekannt, dass wir heute ganz andere Behandlungen in der Onkologie haben, ganz andere Möglichkeiten auf Intensivstationen haben. Und wir haben einen wachsenden Anteil an älteren Menschen. Über 50% der in Krankenhäusern behandelten Patienten sind älter als 60 Jahre. Das heißt, das Potenzial der höchst gefährdeten Patienten für Infektionen ist im Laufe der 20 Jahre natürlich deutlich angestiegen. Deshalb sind wir mit den Quoten, die genannt werden, 400.000 bis 600.000. Das bedeutet ja nicht 400.000 bis 600.000 Tote. Das muss man an der Stelle wirklich deutlich hervorheben. Krankheit, schwere Krankheit, Behandlung von schweren Krankheiten bedeutet immer das Risiko auch von Infektionen.